Ja, was vielleicht einige hier nicht wissen, die hübsche junge Dame ist gar keine Muslime. Es wurde immer so spekuliert. Es ist tatsächlich meine eigene Tochter und die sitzt da hinten. Lea, zeig mal. Hier sind die 10 Jahre wesentlich weniger. Ich meine, bei mir hat es mehr Spuren hinterlassen als bei ihr. Ja, wichtiges Thema und großartige Bilder aus dem Iran. Der Widerstand gegen den politischen Islam verlangt nicht nur im Iran, sondern weltweit einen besonderen Mut zum aufrechten Gang. Denn gerade säkulare Blogger und Journalisten geraten schnell ins Fadenkreuz der Dschihadisten. Über dieses Thema wollen wir nun in einer zweiten Talkrunde sprechen. Moderiert wird sie von einer weiteren guten Freundin aus den Reihen der Giordano-Bruno-Stiftung, der säkularen Aktivistin und Illustratorin Eva Kreuz. Eva, ich will aber was zu dir sagen, weil das wissen ja viele auch nicht. Eva ist in der säkularen Szene hier in Deutschland bekannt als eine der maßgeblichen Köpfe des Düsseldorfer Aufklärungsdienstes. Weniger bekannt ist, dass sie auch unter einem Pseudonym ein Buch veröffentlicht hat, das wirklich bemerkenswert ist, weil es ist das wohl witzigste und böseste Buch über die Burka schlechthin, nämlich unter dem Pseudonym Eva Schwingenheuer. Burka, ich kann dieses Buch nur empfehlen, das ist, glaube ich, die französische Ausgabe des Buchs. Und es ist auch quer durch alle Spektren positiv besprochen worden. Es gab fantastische Kritiken von der Emma über Kosmopoliten der Zeit, über den Spiegel bis hin zur Bild-Zeitung. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Eva Kreuz. Vielen Dank, Michael. Einen wunderschönen guten Abend von mir. In der nun kommenden oder folgenden Diskussion möchte ich gemeinsam mit meinen drei Podiumsgästen, die ich gleich hierauf bitte, über die Situation der säkularen Aktivistinnen, Aktivisten, Publizistinnen, Publizisten sprechen, die im Widerstand gegen den politischen Islam, wie wir gesehen haben, oft ihr Leben riskieren, immer um ihre Sicherheit fürchten müssen und leider weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit, hier oftmals von den gleichen Menschen bedroht werden, vor denen sie aus ihren Ländern geflohen sind. Jeder meiner Gäste könnte zu diesem Thema sicher einen ganzen Abend füllen und da wir nicht viel Zeit haben, werde ich jetzt ohne Umschweife beginnen. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die türkische Publizistin und Journalistin Arzu Toker. Also 1974 bist du im Alter von 23 Jahren nach Deutschland gekommen und hast seither in zahlreichen Veröffentlichungen, Projekten und Gremien bist du deiner politischen Arbeit nachgegangen. Also hat all die Jahre die Vorgänge in der islamischen Welt kritisch verfolgt und in den Publikationen, in Interviews, in Radiostücken und Vorträgen unmissverständlich die Religion, den Konservatismus, die Geschlechterverhältnisse, ja, den politischen Islam insgesamt in Frage gestellt. Gerade erscheint die zweite Auflage eines von ihr übersetzten Buches zur Rolle der Frau im Koran. Und 2007 war sie gemeinsam mit Mina Ahadi Gründungsmitglied des Zentralrats der Ex-Muslime. Ihr Anliegen war es vor allem, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass die islamischen Verbände und Organisationen selbstverständlich nicht alle Menschen aus den sogenannten muslimischen Herkunftsländern vertreten, wie sie gerne behaupten. Auf diesen Aspekt würde ich gleich gerne zu sprechen kommen. Vorher möchte ich begrüßen Ahmed Nadir. Unternehmer und säkularer Aktivist aus Bangladesch. 2013 war Nadir auf Geschäftsreise in Deutschland und Schweden, als es in Bangladesch zu islamistischen Großdemonstrationen kam.
auf denen gefordert wurde, Apostaten hinzurichten. Infolge dieser Aufrufe kam es zu sehr brutalen Angriffen und auch Morden an Atheisten und säkularen Aktivisten. In Bangladesch kursieren außerdem Listen mit Namen von sogenannten Feinden des Islam, die quasi zum Abschuss freigegeben sind. Und Nadir hatte die Befürchtung, nach seiner Rückkehr inhaftiert oder ermordet zu werden und hat noch von seiner Geschäftsreise aus in Deutschland um Asyl ersucht. Er war dann ein Jahr lang in einer Asylunterkunft an der niederländischen Grenze, man muss eigentlich sagen interniert, ohne Internetzugang und ohne Gewissheit, wie es für ihn weitergehen würde, dafür mit Residenzpflicht und regelmäßigen Besuchen von Zeugen Jehovas und katholischen Missionsgruppen, bis er 2014 endlich seine Aufenthaltserlaubnis erhielt. Und seither hat er in unzähligen Vorträgen zur Situation in Bangladesch die Öffentlichkeit versucht, für diese Situation zu interessieren. Bitte nochmal einen herzlichen Applaus für... Blogger und Aktivist Kamran Ghanai aus dem Iran. Kamran, herzlich willkommen. Kamran ist im Alter von 16, 2003 mit seinem Vater aus dem Iran geflohen. Die Mutter musste zurückbleiben. Und hat hier vor einiger Zeit sein Studium der Mathematik und Physik wieder aufgenommen. Seit 2010 bekennt er sich öffentlich zum Atheismus und zu seiner Mitgliedschaft im Zentralrat der Ex-Muslime. Über mehrere Jahre hat er auf den Seiten der Ex-Muslime Österreich und beim Portal Wissen bloggt, religions- und islamkritische Artikel veröffentlicht und 2012 gemeinsam mit anderen Aktivisten das humanistische Nachrichtenportal Humanist News gestartet. Heute setzt er seine Aktivitäten über Facebook fort. Bitte auch nochmal einen herzlichen Applaus. Es ist schon angeklungen, die deutsche Öffentlichkeit spricht seit vielen Jahren kaum noch von Iranern, Syrern, Türken, sondern fast immer nur noch von den Muslimen. So, als wären alle Menschen aus diesen Ländern ausnahmslos religiös. Was diese religiöse Klammer völlig übersehen wird, ist, dass Menschen mit Religion nichts zu tun haben wollen und fliehen und hier dann erstmal dieses religiöse Etikett verpasst bekommen und auch noch unbemerkt von uns wieder ungeschützt auf die Leute treffen, vor denen sie geflohen sind. Also, welche Erfahrung hast du als explizit atheistischer Iraner hier in Deutschland mit dem politischen Islam gemacht? Also einiges. Ich fange mal so an. Aus meiner Sicht ist der politische Islam, so eigentlich der Islam, ist von Grund aus politisch. Ne? Und das Problem liegt ja darin, dass in einem quasi islamisch geprägte Länder gar keine Aufklärung stattgefunden ist. Wir haben ja schon damals, als ich dann halt so auf der Seite von Ex-Muslime Österreich habe ich ja viel gebloggt, habe ich ja oft da ein Problem gehabt, dass wir dann von denjenigen quasi heranwachsenden und jugendlichen Muslime immer wieder beschimpft worden. Und das Harmlose, was wir bekommen haben auf dem Facebook oder halt auf unserer Seite, war ja, dass die dann uns unseren Tod gewünscht haben. Das war das quasi das Harmlose, was wir quasi zu lesen bekommen haben. Wir haben mehrfach E-Mails bekommen von irgendwelchen Leuten, die sich dann halt radikalisiert haben und dass die dann halt auch explizit in den E-Mails geschrieben haben, die werden dann uns enthaupten. Also die sind die Probleme, die wir mit denen zu tun hatten und auch natürlich, wir haben ja vieles kritisiert, ne? und viele von Beiträgen, die wir auch veröffentlicht haben, würde zum Beispiel von Facebook gelöscht oder von Google entfernt. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Nadir, you were also attacked by Muslims in your home for asylum seekers when they found out that you are not religious. What is your experience as an ex-Muslim in Germany, and how is solidarity among ex-Muslims? What do you think? Thank you. Yes, I was attacked in the Haim, the camp, our refugee camp.
It was really beyond imagination, because I thought I came here to save my life from my country, because I was attacked there by the Islamists. They tried to kill me in front of my home. And then I'm here, I seek asylum here to save my life, and then I attacked by another guy here in Germany. So it was really beyond imagination for me. And I would say it was a big trauma, because this is, I just mentioned that I came here to save my life, not to be killed. But I, when I'm here, I've been attacked again. So, and it was also very sad in that moment. I was not too much into contact with different organizations or anything, but some organizations like from Bob Churchill from England, he tried to communicate with the different organizations here, but somehow the German organizations were not that much active in that moment for me, and it was very sad time for me. But somehow at the end, Hafodi took the initiative and I get to know Ricardo. And after a couple of days, I just get out from the camp after that. And it has to mention not only me, there I get to know another Pakistani atheist. He is in near to Frankfurt. He was also attacked by the Islamists in the camp. So I think the situation here for the atheist refugees or the secular refugees is not at all good yet. Okay. Yeah. Also in keinem anderen Land der Welt sitzen derzeit mehr Journalisten und laizistische Aktivisten im Gefängnis als in der Türkei. Doğan Erkanlı, Deniz Yücel, Mesutoğlu, Can Dündar, das sind so die Bekannten oder einige der Bekannten dieser Einschüchterungspolitik, und das schützt sie auch ein wenig. Aber es gibt natürlich etliche Unbekannte, für die sich keiner einsetzt. Also wie ist derzeit die Stimmung in der Türkei? Wächst die Widerstandsbewegung eher oder zerbricht sie, weil die Leute sich zunehmend nicht mehr trauen, Widerstand zu leisten? Was denkst du? Es sind an die 170 Journalisten jetzt in Gefängnissen. Aber ich denke, das ist nur eine sozusagen Beilage der Macht, der islamischen Macht. Was sie eigentlich machen, und das Schlimmste ist, dass sie eine hassorientierte Jugend herbei erziehen. Das heißt, sie haben das Schulsystem so geändert, dass sie kleinen Kindern in der Grundschule schon Dschihad unterrichten oder das Leben Mohammeds, das mieser ist als Dschihad. Mohammed ist ein Verbrecher und sein Leben hat nicht gelernt. In Gefängnissen sind, ist wirklich trauerlich. Es ist wirklich schlimm. Aber noch schlimmer ist, was in der Gesellschaft im Allgemeinen geschieht. Die Frauenmorde haben sich verzehnfacht. Und noch viel schlimmer ist, die Art der Frauenmorde ist dermaßen brutal geworden, dass es nicht auszuhalten ist, überhaupt zu lesen, geschweige denn, das wirklich zu wissen. Es gibt dennoch Proteste, aber die Proteste werden immer wieder niedergeschlagen, und ich denke, er bereitet sich vor, dass er bei den nächsten Wahlen auch wieder irgendwelche linken Sachen macht, damit er an der Macht bleibt. Er muss an der Macht bleiben, denn er hat so geklaut, er hat so korrupt gehandelt, er hat eine Masse von islamischen Menschen herbeigeschaffen, die eigenes Kapital haben aufgrund des Staatseigentums. Es gibt so viele Diebe, aber wir nennen sie Diebe. Nach dem islamischen Recht haben sie es richtig gemacht. Sie müssen klauen, denn das steht ja im Koran. Töte deinen Feind und nimm alles, im Begriff von seiner Frau. Was nicht Töchter zu nehmen. Meine Mutter ist zum Glück die einzige Frau, die aus meiner Familie dort lebt. Sie ist 86, er wird sie heiraten können. Aber es sind Millionen. Verzeiht mir meinen Humor, aber anders kann man nicht leben damit. Die eben, damit sie ihren Tag überleben müssen. Und es tut mir weh, es tut mir weh. Wir haben, Michael hat es eben schon angesprochen oder auch in Teilen beantwortet, aber vielleicht kannst du auch was sagen.
Als Salman Rushdie 89 seine satanischen Verse veröffentlichte und kurz darauf eine Todesfatwa gegen ihn verhängt wurde, haben weltweit, glaube ich, mehr als 1000 Aktivisten und Publizisten einen Appell für die Meinungsfreiheit unterzeichnet. Aber als 2015 die Redaktion von Charlie Hebdo nach dem Attentat den Pen-Preis für Meinungsfreiheit erhalten sollte, haben sich gerade auch linke, namhafte Intellektuelle von dieser Idee distanziert. Salman Rushdie hat neulich gesagt, dass er sich denkt, dass er heute nicht mehr mit dieser Solidarität rechnen könnte. Was denkst du, was ist passiert? Warum gerade diese, also warum diese Entsolidarisierung auch in linken Kreisen? Nee, vorher möchte ich etwas sagen, was sehr wichtig ist und was viele Menschen nicht wissen und was nicht besprochen wurde. Was Salman Rushdie geschrieben hat, ist nicht aus seiner Fantasie erwachsen. Salman Rushdie hat etwas geschrieben, was im Koran schon enthalten ist. Die Leute denken, er hätte sich das ausgedacht. Das stimmt nicht. Mohammed hat tatsächlich gesagt, der Teufel hat mich sprechen lassen und manchmal spricht der Teufel aus uns. Aber unabhängig davon... Moment, nee, das ist sehr wichtig, weil wenn man diese Sachen nicht wirklich bespricht, dann denkt man, Salman Rushdie hätte sich das ausgedacht. Dadurch kommt keine Konfrontation mit wirklichen Inhalten. Aber es gibt ja in der Rezeption offensichtlich jetzt einen Unterschied. Also in der Bewertung der Frage, ob es ein Recht darauf gibt, die Religion zu kritisieren oder ob es unstatthaft ist. Es gibt gar kein Recht, Religion zu kritisieren im Islam. Überhaupt kein Recht. Nein, aber bei den Linken oder bei uns. Wo siehst du denn Linke? Als Rechte entpuppt. In Deutschland hat die Linke uns verraten. In Deutschland hat die Linke uns den Rechten abgegeben. Es ist ein fatales Ergebnis, dass die Rechte jetzt Dinge sagt, wo ich heimlich denke, warum sagen die Linken das nicht? Aber diese Diskussion findet nicht statt deshalb, weil man schon bei Salman Rushdie nicht darüber gesprochen hat, was steht denn da? Wo steht das noch? Hätte man bei Salman Rushdie Diskussion schon gesagt, das, was er geschrieben hat, ist gar nicht aus seiner Fantasie, sondern im Koran, und hätte über Inhalte gesprochen, dann wäre das jetzt vielleicht anders gekommen. Solange man nur oberflächlich Solidarisierungsaktionen machen wird, nur oberflächlich rumquatschen wird, dann wird auch so eine Politik hervorkommen. Gegen Rushdie hat 89 Ayatollah Khomeini ausgesprochen. Wie ist die Lage aktuell im Iran für säkulare Publizisten, Aktivisten? Wird es eher schlimmer oder eher besser? Ja, wie ist die Lage im Iran? Wir reden über ein Land, in dem islamische Gesetze durch die Mullahs, durch diese blutdürstige, machthabende Pädophilen, Kriegstreiber letzten Endes, die dann halt da in Teheran sitzen und auch die ganze Nahe Osten ins Feuer und in Richtung Vernichtung bringen, da ist die Lage halt sich kaum verbessert. Es gibt dann halt so immer noch Gesetze, und die haben auch die Gesetze, soweit ich weiß, auch noch verschärft, über die, offiziell oder halt nicht offiziell, also egal wer dann halt sich dann gegen Islam stellt, wird dann halt da quasi von der Gesellschaft rausgenommen, wird dann ins Gefängnis gesetzt und im schlimmsten Fall bekommt derjenige dann Todesstrafe. Die Lage hat sich nicht verbessert, aber die Anzahl derjenigen Menschen, die generell gegen das System sind und auch gegen die Religion, ist wachsend. Es ist eine wachsende Anzahl, ein breites Spektrum, viele Leute, mit denen ich auch in Kontakt bin, die dürfen natürlich dann halt nicht öffentlich dann im Iran auftreten, auch eben öffentlich über ihre Meinung reden. Ne? Aber die äußern sich dann halt anonym gegen schiitischen Bullshit, was sie halt von diesen Machttreibern, machthabenden Mullahs, der im Iran dann halt quasi verbreitet wird. Und Tendenz ist gut. Viele Leute haben dann mittlerweile den Mut gefunden,
selbstkritisch gegen ihren eigenen Glauben zu sein. Und das ist schon mal gut, aber die dürfen natürlich nicht offenlich ihre Meinung äußern. Das geht gar nicht im Iran. Und du denkst, die Lage wird sich auch erstmal nicht verbessern? Solange die Mullahs da eine Macht sind, nein. Nee. Erst nachdem die Mullahs, erst muss das Regime im Iran, das islamische Regime im Iran, muss dann halt erstmal quasi, ja, muss weg erstmal. Und dann nach der Regime-Change quasi kann man dann halt hoffen, dass die Menschen dann auch sich öffentlich dann auch den Mut haben, dann halt sich öffentlich gegen quasi kritisch gegenüber der Religion aufzutreten. Ja. Okay. Nadir, since 2013, about I think 25 activists have been seriously injured or murdered in Bangladesh. Are you in contact with activists and how is it right now? 25 has been killed. They have been killed. And it's not only the activists, also the other religious minority leaders has been killed by the Islamic extremists. And since last year, the killing is not there anymore, but it's new phenomenon has started because forced abduction and banishing, I would say by the government, is happening right now. Just last week, one university teacher, and he is a blogger also, and he is one of the person from our country who knows about Islamic extremism a lot, and he wrote about that, and he is abducted or banished by some, and yeah, he's banished. And the situation in our country before it was that he can be killed by the Islamic extremists, and now you are banished by the government. And our government is so-called secular government. And it's so sad that our nationalist government were more secular than our secular government. Our secular government are kind of, they're patronizing Islamization in our country. They are doing more harm than the Islamic nationalist parties. Both are shit, but you cannot really expect the secular government will go against you and they will do something. Like a few months back, our prime minister asked to destroy some statues because it's against Islam. So if you say, what is the situation in Bangladesh? The situation in Bangladesh is a tyrant government. For 3 years ago, there was an election without any opposition party, and they're in the power, and they're planning to be the power next 30 years more. And 30 years. And they are, our Prime Minister already declared that she wants to rule the country according to Madina Charter. I think Madina Charter is the last thing that Muhammad is done in Madina, or not in Makkah. I just forget the date, I'm sorry. So she is saying that she wants to rule the country according to Muhammad's rules, or according to Muhammad's says. So, and she is the prime minister of a secular political party. So if you ask me something, what to say, there's nothing to say. And yeah, there's nothing to say, I'm sorry. Weil wir wenig Zeit haben, möchte ich euch jetzt abschließend fragen und um eine kurze Antwort bitten. Was wünscht ihr euch für die Ex-Muslime von der deutschen Politik, der deutschen Presse, der deutschen Öffentlichkeit? Also. Aufgrund meiner Ansichten und meiner Aktivität gegen den Islam wurde ich gebranntes Kind genannt. Und ich konnte in manchen Zeitungen nicht mehr schreiben. Ich darf bis heute nicht mehr da schreiben. Das heißt, wenn man ein Ex-Muslim ist, dann wird man für sein Leben bestraft.
Aber das hat natürlich etwas damit zu tun, wie auch die Kirchen agieren. Die Kirchen möchten die Kirchensteuer nicht verlieren. Sie möchten deshalb, dass die Moslems sich etablieren, dass sie auch quasi Geld bekommen, anerkannt werden. Und das alles deutet auf eine Entwicklung hin, die nicht nur für einzelne Ex-Muslime, sondern für unsere gesamte Gesellschaft in Deutschland, für die Aufklärung, eine große Gefahr bedeutet. Und ich wünsche mir... Deutschland. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei Herbert, Steffen und Bibi bedanken für ihr Engagement und Unterstützung. Also ich finde es traurig, dass in dem Land, aus dem vor circa 300 Jahren den berühmten Satz habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, Sapere Audi, stammt. Jetzt, dass wir halt wirklich darüber diskutieren müssen, dass, ob wir tatsächlich die Aufklärung hier brauchen bezüglich des Islams. Und, also ich wünsche mir von deutschen Gesellschaften, auch von deutschen Politikern, erstmal wirklich eine humanistische, säkuläre, politische Einsicht, dass die dann halt mal letzten Endes begreifen, entweder wollen wir echt den Säkularismus uns bewegen, entweder wollen wir dann halt tatsächlich eine humanistische Zukunft haben oder, egal in welcher Form wir dann halt Religion betrachten, Islam, Christentum, Judentum, Gewalt physischer Art ist immer ein fester Bestandteil aller monotheistischen Religionen abrahamitischer Art gewesen. Das müssen wir dann halt tatsächlich von deutschen Politikern, auch von deutscher Gesellschaft erwarten. Die müssen einfach aufhören, alle Menschen, zum Beispiel alle Muslime, in einen Topf zu werfen. Wir sind nicht, weil wir dann halt aus dem Iran oder Irak oder Saudi-Arabien gekommen sind, alle Muslime. Nein, sind wir nicht. Jeder hat seine Meinung und wir sind einfach mal Atheisten. Das müssen die ersten Leute begreifen. From a German citizens, government, or press, or end press. Okay, then I have to say that I have two different wunsch. Yeah. Number one, because I am from Bangladesh and I didn't choose to be here, but I am forced to be here. I want to go back to my country. I think the other bloggers, I don't know Munshi is here right now, but Mahmudullah Munshi that Minahadi just mentioned that he came 1 year ago with his wife. And some other bloggers from Bangladesh right now here in Germany, some in UK, and very few in North America. We are dying. We are dying for the freedom of speech. We are the secular activists dying in a small country in Southeast Asia, South Asia. We need your attention because our country is not a developed country like the European countries or America. And whatever you say, our leader will listen to that. So I want pressure from you for my country. Just pressure my government to stop killing, to give us the freedom and let us talk. And when they say that they are secular, they should prove that they're secular. And the European Union or the big countries, they can do that. So I want this from you. Number two. When we are here, we also want something that you should look at us because, yes, right now it's a big thing that refugees are coming from Syria because of war, and it's really great of you. It's, we are thankful that you are giving the chance to come them here and they can stay here. They're having a good life. In the same time, there's a minority refugees who are a little bit different than others, like atheists or secular activists who are hunted in their own country and also
they're hunting here. So they also need some little attention. They need something from you from the beginning. I suffered a lot. I think I am the first one who came here in Germany from Bangladesh. I suffered a lot. I didn't get any help from anyone to come here or to stay here. But after me, everyone gets some. I'm really happy for that. I'm really thankful for that you came. So still there's some people, they're hiding themselves from our country or some other countries in different countries. Like still we have some bloggers, they're hiding in Nepal and Sri Lanka. So we need to bring them in some other safe space. It's not possible for them to stay in Nepal or Sri Lanka or India because the extremism is really rising a lot, the religious extremism. So we need to save their life too. And I would say, please look at them and please help them to come and to save their life. Thank you. Schönen Abend weiterhin. Danke.